Die Glocke ist das älteste Musikinstrument der Welt. Seit dem Mittelalter gießt man die Glocken nach derselben Methode, und zwar aus einer Legierung, 78% Kupfer und 22% Zinn. Wir befinden uns hier im Glockenstuhl des Geläutes der Stiftskirche Waldhausen. Insgesamt haben wir 7 Glocken. Die größte 2700 Kilo und die kleinste Zünglöckchen 180 Kilo. Diese Glocke wurde ursprünglich beim Fest der Glocken am 6. Juli 2002 unten am Platz in einer großen Glockengrube gegossen. Leider Gottes war damals ein ungeheures Unwetter, sodass die Glockenspeise zu schnell abgekühlt ist und dann muss die Glocke ungefähr 3 Wochen in der Erde langsam auskühlen, dass von 1200 Grad, das ist die Gießtemperatur, bis zur normalen Lufttemperatur abkühlt. Wir haben 3 Glockenfeste gehabt, zuerst einmal das Glockengussfest, ein Monat später das Fest der Entkernung, wo dann der Glockenmantel zerschlagen wird und die Glocke gehoben wird, angeschlagen wird, ob der Ton passt. Das war alles haarscharf. Nur hat der Glockengießer als Fachmann sofort erkannt, es hat etwas bei der Glocke, nämlich, dass sie zu schnell abklingt. Diese Glocke braucht ungefähr 2 Minuten, dass wir also den Klang der Glocke noch hören. Das ist die Europaglocke, die Friedensglocke und die Glocke von Konrad von Waldhausen, also 3 Funktionen. Im unteren Teil sind die Wappen der Pfarren, die zum Kloster Waldhausen gehört haben. Auf der Seite sind 6 Skulpturen hier der auferstandenen Maria, Konrad von Waldhausen, hier der Erzengel Michael, der ist auch fast bei jeder Glocke dabei. Und im krönenden Abschluss haben wir die Europaheiligen, 3 alte, Benedikt, Cyril und Method und 3 neue. Hier zum Beispiel die Edith Stein, die im KZ Auschwitz umgekommen ist. Das Gewicht der Glocke ungefähr 2700 Kilo. Das Glockenjoch allein wieder aus Eiche 400 Kilo. Der Klöppel, den wir dann schwingend sehen werden, 170 Kilo.
Die Glocke ist dann beim zweiten Guss etwas größer geraten, sodass man sie nicht hereinbringen hätte können. Und da hat man da beim Stein diese Auswölbung gemacht, also dass die Glocke überhaupt dann mit einem 100-Tonnen-Kran heraufgezogen wurde. Und um 2 Uhr war die Glockenweihe, um 6 Uhr hat sie geläutet. Früher war das Glockenaufziehen ein immenser Kraftaufwand und ein noch größerer Seilaufwand. Da hat man hunderte von starken Männern gebraucht, die eben da im Hauruck-Manier die Glocken also Stück für Stück weiter gehoben haben. Aber Glocke ist etwas, was mit dem Gemüt zu tun hat. Sie hat immer denselben Klang. Wenn ich bei der Taufe die Glocke läute, sind die Leute berührt, weil jetzt das Kind getauft wird. Wenn die Kirchenglocken läuten zum Zusammenläuten, weil wir miteinander Eucharistie feiern. Bei der Hochzeit schaut es wieder anders aus, beim Fest wieder anders und beim Begräbnis wieder anders. Obwohl immer dieselbe Glocke denselben Ton hat. Angeschlagen wird sie hier. So, jetzt hören wir alle Glocken. Das ist C1-Ton.